wieder sehr, sehr. Ja, hallo. Ich versuche gleich mal den Ding zu ziehen. Ruhig gleich, das ist ja. Weil, der wird uns schon gesagt, das dauert länger. Das dauert jetzt erstmal länger, das ist ja auch so. Thomas Lindemann, Feuerwehr Bochum, Einsatzleiter hier an der Einsatzstelle am Kötterberg. Wir wurden um 19 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus dem Gebäude gerufen. Anrufer haben schon gesagt, dass Flammen zu sehen sind. Das hat sich auch bei Ersteintreffen bestätigt. Wir sind hier mit zwei Löschzügen der Berufsfeuerwehr und dem Einsatzleitdienst als Erstalarmierung angefahren. Bei Eintreffen stand das gesamte Gebäude schon in Vollbrand. Es handelt sich hier um ein eingeschossiges Bungalow-Gebäude, wo so Zahlräumigkeiten auf einem privaten Betriebsgelände drauf sind. Direkt angrenzend ein Wohngebäude auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine Werkstatt. Beide angrenzenden Gebäude konnten wir halten, sodass wir jetzt gerade immer noch bei der Brandbekämpfung beschäftigt sind, weil wir das Dach aufnehmen müssen mit dem Bagger des Betreibers, der da tatkräftig unterstützt, um die ganzen Glutnester aus dem Dachstuhlbereich herauszubefördern. Wir sind jetzt derzeit mit 80 Einsatzkräften an der Einsatzstelle, darunter immer noch die zwei Löschzüge der Berufsfeuerwehr sowie 5 Löscheinheiten der Freiwilligen Feuerwehr und die Einsatzdauer beträgt noch ungefähr 2 Stunden. Super. Dann bedanke ich mich bei Ihnen für den kurzen Interview. Gerne. Wünsche Ihnen noch einen ruhigen Dienst und einen erfolgreichen Einsatz. Macht's gut. Ciao.